Yo Leute, was geht ab? Mein Name ist CZD und willkommen zurück zu ARK. Dena und ich haben es endlich geschafft und den guten alten Ingo hier gezähmt. Davor läuft er schon mit dem Dena hier durch die Walachei irgendwo. Und wir sind gerade live dabei, hier direkt den nächsten zu zähmen. Und das Problem ist, er wacht gleich auf. Er ist fast fertig mit Tumming, aber er wacht gleich auf. Der musste in die Narcoberries gehen. Ah, nee, er hat Narcoberries. Wir brauchen nur noch vielleicht ein Stück Fleisch. Ja, du musst die Narcoberries auch selbst benutzen. Du gehst auf Narcoberries und dann Remote Use Item. Okay, achso, okay. Ich hab's schon gemacht. Aber wir brauchen noch ein Stück Fleisch. Glaube ich, oder? Ich hab gar kein Fleisch. Ich auch nicht. Müssen wir schnell hier irgendwas töten, Izzy? Vielleicht einen anderen. Ich laufe durch die Gegend. Das Taming geht richtig schnell wieder zurück, wenn man das nicht hat. Alter, da vorne ist ja eine Riesenfamilie. Ich versuche hier irgendwo im Busch was zu finden. Ich hoffe, jetzt kommt nicht wieder irgendwo was aus der Ecke und tötet mich sofort. Naja, eigentlich hat man natürlich am besten das Fleisch direkt und dann guckt Fischen man. Vielleicht, weil von Fischen kannst du. Ja, wir könnten Fische suchen. Hoffentlich kommt jetzt kein Hai, aber ich gehe mal ins Wasser. Ich sehe gerade keinen Fisch. Bei mir ist kein Fisch, die sind gerade vor allem in den Flüssen drin, weißt du? Ich sehe gerade gar keinen Fisch, leider. Ich auch nicht. Oh, scheiße, das darf nicht passieren, Izzy. Ich glaube, man kann im Zweifel auch Beeren reintun übrigens. Echt? Die fressen auch Beeren. Ja, also ich glaube, das ist halt scheiße, weil das verzögert das Taming, aber es ist besser als gar nichts, okay. Ich finde hier aber gerade auch nichts, leider. Ich finde hier leider auch gerade noch nirgendwo was. Nein. Was ist denn mit diesen Staubsaugern? Was ist mit Staubis? Die haben, geben gar kein Fleisch, ne? Kaum was. Ich glaube, ein bisschen was vielleicht, aber extrem wenig. Aber wir können sie schnell töten, wenn wir sonst nichts haben. Hier ist einer, denn das Problem ist, die haben auch so viel Leben. Was ist... Ah, das ist auch ein Staubi. Warum ist denn hier niemand? Kann uns jemand helfen? Vielleicht ein netter Dino, der uns helfen kann und sich vielleicht töten lassen kann? Irgendwie sowas? Ist denn hier keiner nett von euch? Ich töte gerade einen Staubi. Der gibt, glaube ich, fast gar kein Fleisch, oder? Ja, sehen. Wir haben jetzt getötet. Staubi. Aber wir könnten aus Ingo was rausnehmen. Stimmt. Ich habe Öl von ihm bekommen. Und Chitin. Und dann ist er nicht tot. Nochmal Chitin. Ich glaube, er gibt kein Fleisch. Du, nimm das von Ingo. Das klingt schon so blöd, sowas ernst zu sagen. Nimm es von Ingo. Ich habe Ingo verloren. Wo ist Ingo? Da ist hinter dir. Ich sehe ihn sogar. Ich bin bei euch. Der hat noch 3 Raw Meat drin, ja. Hast du drin? Achso, ja. Nimm dir 1 oder so. Das müsste doch eigentlich schon reichen, oder nicht? Das Problem ist, Leute, ich könnte ja jetzt ein bisschen weiter rausschwimmen. Ihr seht schon, da hinten ist irgendwas. Das Problem ist nur, es kann jederzeit ein Hai um die Ecke kommen und dann hat sich die Sache wieder. Es geht ganz schnell. Ich laufe zurück zu dem, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es schon zu spät ist. Wir haben einfach zu lange gebraucht für... Meinst du? Ja, ich glaube das schon. Wir haben zu wenig Meat gehabt. Wir haben nur ein Stück zu wenig gehabt. Und eigentlich hatten wir es auch nicht, weil wir hätten es einfach von Ingo nehmen können. Vom guten alten Ingo. Wo ist er denn hin? Ich sehe ihn gerade nicht mal. Liegt er hier vorne? Ah, hier liegt er. Okay, liegt er noch da? Ja, der Taming ist komplett zurückgegangen. Kein Taming mehr drin. Sobald wir eigentlich nur einen oder zwei töten, ist ja eigentlich alles wieder gut. Wir müssen den kriegen. Weil er ist ja auch nicht schwer zu zählen. Das ging ja super schnell. Wir hatten nur genau ein Stück Fleisch zu wenig. Jetzt geht es wieder schneller voran. Ist halt eine super Verschwendung von Fleisch, weil wir jetzt auf dem alten Stand wieder sind. Aber ich habe viele Narcoberries noch gefunden. Okay, warte, hier vorne ist ein Einzelner. Hier ist ein Einzelner gerade, anderer. Ich gehe mal mit der Slingshot drauf. Hier ein Einzelner, anderer. Okay, ich komme zu dir. Dilo, den greif jetzt an. Weiß gerade nicht genau, wo du bist. Ah doch, du bist da vorne, okay. Ist hier in der Nähe auch unserer? Ah, da vorne liegt er ja. Die sind zu zweit, oder nicht? Hm? Ah ja, jetzt sind sie zu zweit mittlerweile. Oh, scheiße, Alter, Ingo darf nicht sterben! Jawohl! Die sind beide tot. Okay. Okay, das kriegen wir jetzt hin. Ich habe noch ein Raw Meat. Nur eins leider bekommen. Ich habe leider auch nur eins bekommen. Aber das könnte reichen. Narcoberry rein. Und Fleisch rein. Narcoberry ist auch immer Remote Use Item, Mann. Sonst bringt es nichts. Ich hab's gerade erst reingetan. Achso, hast du schon gemacht jetzt, okay. Ich habe jetzt Remote Use Item gemacht, ja, weil der hat auch. Aber wir haben immer noch zu wenig Fleisch. Ja, er hat sofort gegessen. Ne, der isst es, glaube ich, halt sofort, wenn er hin. Aber hier vorne sind noch so viele Dilos. Lass uns den auch killen. Es geht die ganze Zeit immer zurück hier. Ach, hier sind 4 Dilos. Mann, wir dürfen das, glaube ich, nicht mehr machen, bevor wir nicht genug Fleisch haben. Ja, oder siehst du das? Hier ist eine mega Dilo-Gang. Du bist bei mir gerade geflogen. Alter, ja, das kriegen wir nicht hin. Glaube ich eigentlich auch nicht. Oder? Ich glaube das nicht, ehrlich gesagt. Man kann so versuchen, so ein einzelnes Herz locken, indem man ihn abschießt. Ja, die kommen dann aber alle sofort. Ja? Ist das eine Gang? Ja, das ist eine Gang. Ich glaube, das ist auch alles, was die brauchen.
Alles, was wir brauchen, Stern Gang. Ah, jetzt kommen sie aber nah ran hier. Er greift unseren an, oder? Ja, yeah, lauf weg, dir! Komm weg, jetzt kommen alle, lauf weg! Vielleicht löscht uns jetzt zum Schluss nur noch einer hinterher und dann können wir den mit der Slingshot. Wir hätten mit der Steinschleuder die Schildkröte ausnocken sollen. Stimmt. Das wäre gut gewesen. Das können wir auch immer noch. Jetzt müssen. Ja, aber erstmal. Noch nicht ist. Jetzt die Gang kommt, die Gang kommt. Ja, die Gang. Das ist die Gang-Tour unterwegs. Alter, das ist die Gang-Tour. Ah! Was, willst du dir echt gegen die kämpfen? Oi, 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 oi. Alter Scheiße, das sind viel zu viele. Nein, und Ingo wird angegriffen. Oh, Easy. Wenn jetzt Ingo stirbt, dann bin ich richtig sauer. Nein. Wenn Ingo stirbt, dann. Wir müssen Ingo schützen. Sauer. Ingo! Ich bin vergiftet. Aber Ingo muss überleben. Nein. Nein, Ingo! Nein, Ingo muss Ingo leben. Hat sie gekillt! Ingo hat sie alle gekillt! Ingo, du bist der Beste, Ingo! Ingo frisst dich! Ingo hat dich gefressen! Ingo hat dich gefressen und der frisst auch die! Ingo! Ingo? Wo kann ich dir sagen, dass er mir folgen soll? Enable following. Komm her, Ingo. Einen haben wir noch zu killen. Wo bin ich jetzt gespawnt? Den da vorne können wir noch killen. Oder wir betäuben ihn auch. Ich komme jetzt zurück, ich töte, lass mich noch einmal töten. Komm her. Ich komme jetzt zurück zu euch. Ich habe gar keine... Alles hier. Hä? Ha? Ach so, ich hatte gar keine Steine mehr. Nein! Ingo, oh scheiße, ich habe Ingo gehauen. Nein, lass Ingo in Ruhe. Ich hab... Ingo ist tot. Wieso hast du Ingo getötet? Izzy, du hast Ingo getötet. Das stand bei mir. Izzy, du kannst doch nicht Ingo getötet haben. All hate on Izzy! Izzy! Ingo! Nein! Das wollte ich nicht! Ich war weg und dann tötest du ihn einfach! Okay, und wir haben nicht genug Narco-Berries! Du kannst doch nicht Ingo on Izzy! Ja, er war total lieb, weil er hat mit mir gekämpft, aber dann habe ich ihn auch getroffen und ich wollte nicht, dass er stirbt, weil er war ja schon angefragt von den anderen. Oh, mein Ingo. Dafür haben wir jetzt unendlich viel Fleisch. Oh. Ich sehe dich dahin, du Arsch. Du musst Narco-Berries mitnehmen. Wir brauchen Arsch. Jetzt einen neuen Ingo. Wir haben erst letzte Folge darüber gesprochen, dass Ingo nicht für immer bei uns bleiben wird. Ja, aber ich meine nicht so kurz. Mann. Was da vorne, der lebt da noch. Wo ist mein Zeug? Und ich verliere schon wieder Leben. Izzy, wo ist mein Zeug? Ingo hat dich ja gegessen. Sei mal jetzt nicht so sauer. Der hat dich einfach gegessen. Ja, das ist halt ein bisschen dumm gewesen. Das ist halt ein Ingo gewesen. Aber trotzdem, wo ist mein Zeug? Ich brauch das jetzt. Sonst ja, das ist da, das liegt da rum halt, das da, wo du aber gestorben wo? Bist. Ja, kannst du mir ungefähr sagen, wo ist das? Nee, irgendwo im Wasser halt. Ist das hier in dem Bereich zwischen diesen paar Steinen gewesen, oder? Schau mal. Oh Gott, ich werde wieder angegriffen. Ja, da ist ein Dilo neben dir. Mach ihn bewusstlos. Ich versuch's. Ich hab mein Zeug. Ja, ich hab alles Zeug. Okay. Ist er direkt tot? Er ist direkt tot. Hm. War das unser Zähn-Dilo? Kann sein, ja, der ist wieder aufgestanden, ja! Doch, durch den Spitzhack, okay. Dina, ja, wenn wir jetzt Narco-Berries haben, ne? Wir haben 14 Meat. Ja, das ist super. Das können wir, und hier, das Food geht kaputt, ne? Das Food geht kaputt. Und da vorne sind noch so viele Dilos. Ja, dann sollten wir das ist jetzt echt alles falsch gelaufen, aber wir brauchen Narco-Berries. Kriegen wir das hin? Ich habe Knochen erbrochen, sage ich jedes Mal. Gebrochene Knochen. Oh Gott, ist das echt. Das ist alles so schief gelaufen. Das ist echt so richtig typisch Dizzy, was hier wieder die ganze Zeit passiert. Ach Mann. Aber ich habe doch wirklich auf den gezielt. Das sah so, weil er so von rechts gestochen hat, ist er wohl irgendwie immer an dem vorbeigeschraubt oder so. Ich weiß nicht. Mein Fadenkreuz war ja nicht auf Ingo drauf, sondern auf dem anderen. Das ist ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, wer das so nach hinten ausgeholt und der war gerade direkt hinter dir und hast. Ja, der war die ganze Zeit neben mir und hat mit mir. Hast du. Ingo. Hat mit mir zusammen gekämpft. Wir brauchen Ingo. Ganz schnell Narco-Berries. Hast du Narco-Berries? Ich kann mal nachschauen. Ich habe keine Narco-Berries. Wann, warum sind die denn auch so selten? Ich habe alle Narco-Berries, die ich hatte. Habe ich in den falschen hier reingepumpt. Das ist das Ding, was ich meinte. Manchmal muss man lieber einen anderen aufgeben. Ich habe 2 Narco-Berries. Man muss manchmal vielleicht lieber erst aufgeben, anstatt die ganzen Narco-Berries dann an den Fall an, ja, einen zu verfüttern. Noch eine Narco-Berry.
Ich hab gerade nur die falschen Beeren bekommen. Aber nochmal Narco halt, Berries. Dieses Farm, das finde ich so geil, dass man hier halt immer verschiedene Sachen gefarmt bekommt. Das heißt, selbst wenn du halt nach Narco Berries bekommst, bringt das was, weil du so viel Fiber dadurch auch die ganze Zeit bekommst. Ja, das stimmt. Und das Fiber brauchen wir auch für alle möglichen Sachen noch. Wenn ich jetzt. Farm du nochmal ein bisschen weiter Berries. Ich werde mir jetzt noch ein paar Steine holen. Mhm. Dann werde ich versuchen, da vorne noch ein Dilo kurz auszunocken. Und den müssen wir schaffen. Wir haben jetzt unendlich viel Fleisch. Fleisch war eigentlich immer das größte Problem. Narco Berries bekommt man viel, viel schneller und leichter als Fleisch auf jeden Fall. Zumindest in unserer Situation. Ja, sobald man einen anderen Dino hat, kann man mit dem so gut kämpfen zusammen, dass man einen anderen Ingo hat. Da sage ich jetzt mal nichts dazu, aber eigentlich schon, ja, wenn man ihn dann nicht selber killt. Ja, guck mal, was wir mit Ingo, wie viel ja, wir haben. Ja, ja, ich sag ja, man darf ihn halt nicht selber killen, ne? Ja, Arsch, ey. Okay. Aber dass der mich gegessen hat, verstehe ich nicht. Ich laufe jetzt weiter. Ich laufe jetzt weiter das Wasser entlang. Ist das ein Arsch? Wer? Der hat mich einfach gegessen. Ja, das war echt ein bisschen heftig, ne? Er wollte so nah bei mir sein. Er hat ja auch Hunger gehabt einfach. Ich laufe ein ganzes Stück weiter den Fluss entlang, ne? Also das Wasser entlang. Mhm. Oh ja. Er ist noch ein bisschen was. Ich weiß nicht, ob ich direkt alle Beeren sofort reinsnacken sollte. Du meinst, essen? Ja. Ich glaube, wenn du gerade keine, wenn du gerade nix, sozusagen keinen Hunger hast, kannst du alles reinsnacken, weil du kannst nicht über 100 Hunger kommen, weil das, mit den Berries kommst du halt nicht da drüber. Ach so, deswegen kann man direkt alles sofort essen. Ich glaube, wenn man wenig hat, also ich weiß, ich kann es nicht 100% drauf verlassen, aber ich glaube. Ich sehe gerade echt kein Dilo mehr. Ich bin einfach nur weitergelaufen. An der Küste weiter, weg von der Flüssmündung, ne? Ja, genau, ja, genau. So, dass das Wasser halt rechts kalt ist. Und ich glaube, es wird langsam dunkel übrigens. Wir haben aber wir dürfen das nicht despawnen lassen. Wir müssen jetzt unbedingt ganz schnell Dilo finden. Aber ich sehe dich auch übrigens einfach gar nicht. Ja, weil ich auch ein Stückchen weit gelaufen bin, das habe ich ja gesagt. Ich bin echt so ein Flugsaurier links und so einem T-Rex, ich sehe dich da. Ich bin beim Flugsaurier, genau. Ja, bin bei dir. Da hinten sind welche. Jetzt weiter an der Küste, ich sehe da hinten welche. Ja? Ja, ja. Ja, ja, da ganz hinten, stimmt. Okay. Ja, schneller hinlaufen. Die müssen wir kriegen. Ich habe 20 Steine. Hast du auch was mit für die Slingshot? 4 Stück im Moment nur, aber ich sammle jetzt auf dem Weg noch was ein. Okay, die müssten jetzt hier irgendwo sein. Da unten ist er, da unten ist er. Okay. Ich habe Leben. Okay, komm her. Komm her, guck mich an. Jetzt. 1. Schaffst du es? 2. 3. Hoffentlich ist er nicht tot. Er ist nicht tot. Okay, aber trotzdem ist er. Level 9, er ist Level 9. Okay, kann schaffen. Okay, das kriegen wir hin, Leute. Das kriegen wir hin. Das schaffen wir. Kannst du dir glauben? Ich habe noch ein bisschen Narco-Berries. Das schaffen wir. Wir brauchen aber noch. Du hast ein bisschen Narco-Berries. Okay, das reicht locker. Wir haben 5 schon drin. Ja, noch 2. Du musst dir aber mal schon mal ein Remote-Use-Item machen, ne? Ja, noch nicht, weil ist ja noch nicht mal 3/4 ansatzweise voll gewesen. Du musst ihn nicht so schnell reinkloppen. Wobei, ja, klar, wahrscheinlich. Aber man sollte es drüber halten, weißt du? Weil es geht automatisch herunter. Ja, vor allen Dingen werden die dann nachher ja sowieso schon direkt wieder despawnen. Ja. Bis wir den nächsten haben. Wobei, die halten da drin lange, ne? Also, die sind wenn die drin sind, halten die 30 Minuten. Ach so. Das könnte jetzt aber locker funktionieren hier. Das wird auf jeden Alter. Fall funktionieren. Wir können uns nebenbei können schon gucken, was wir, dass wir uns noch einholen wieder. Ja. Nein! Oh, Alter, bitte der war nicht auf dem Baum und sah aus wie so ein Riesending, aber der ist nicht so groß. Ich bekomme den. Siehst du hier um die Ecke? Kannst du mithelfen? Hier direkt um die Ecke, komm gerade angelaufen. Ja, okay. Ich sehe ihn. Ich bin direkt neben dir. Und, warte, ich haue. 1, 2, 3. Ja, jetzt bewegt er sich wieder und. Nice, der war gut. Jawohl. Ja, reicht schon. Okay. Level 15, den können wir auch bekommen. Ich versuche die Hälfte vom Fleisch zu holen von dem anderen. Ja, und die Hälfte an Narco-Berries. Und dann sammle ich weiter Sachen. Okay. Hälfte. Tu schon mal rein. Hälfte. Okay, mach ich. Ich komme wieder zurück. Ich sammle schon mal weitere Sachen hier. Weitere Berries sammle ich hier. Mach das, dann versuche ich das auch dann direkt im Anschluss wieder. So, ich packe alles rein. Wie sieht's hier aus? Dann sammel du und ich versuche dann nach und nach immer die Berries wieder zu aktivieren. Ich weiß ja nicht, wie es hier gerade bei unserem Kollegen hier aussieht. Ich hab noch 2 Narco-Berries. Oh, da muss ich zum Beispiel unbedingt jetzt hier direkt hier. Remote Use Item. Zack. Das Ding geht wieder voll und das sieht gut aus. Das hier entwickelt sich echt in die richtige Richtung. Er hat auch noch richtig viel Fleisch. Den schaffen wir gleich. Den haben wir gleich. Ich werde auch noch versuchen, vielleicht gerade noch ein paar Narco-Berries zu holen. Aber das kriegen wir hin. Kümmer du dich um den da hinten und guck ein bisschen seinen Status. Mach ich. Und ich um den hier vorne. Oder einer sucht die ganze Zeit und der andere kümmert sich komplett um die Dinos. Ich kann auch mich wieder drum kümmern hier. Okay, dann nimm du den hinten, ich nehm den hier vorne. Die sind ja auch ein Stückchen weit auseinander. Ich bin ja direkt hier in der Nähe.
Ich sammle wieder Berries ein. Hast du noch genug Narco-Berries bei dir? Ich habe noch zwei gerade erst gefunden, also ich habe nicht genug, aber du hast doch... Okay. Hast du auch immer Remote das Item machen? Ja, ja, mache ich. Ich nehme die noch gerade hier und jetzt gehe ich wieder direkt wieder zurück. Also spätestens, wenn dabei drei Viertel ist, musst du eigentlich eine Narco-Berry einsetzen. Oh Gott, muss ich jetzt sofort, Alter. Uiuiui. Ja, und du kannst auch mehrere auf einmal einsetzen, ne? Okay, ich bleib mal gerade hier. Das einzige Problem mit den Narco-Berries ist, dass du die nicht sozusagen verschwendest, indem du 20 auf einmal machst und du sozusagen über diese 100% kommst, aber... Das ist eigentlich er das ist gezähmt. Nicht. Er ist gezähmt. Jawohl! Da haben wir ihn. Oh. Wie nennst du ihn? Kevin. Er wird einfach Kevin, Leute. Und der Kevin muss sowas von still alive sein. Level 11 Kevin, willkommen hier bei uns im Dizzy Clan. Und oh, ist es, er sieht voll schön aus. Er hat so, er ist ganz grün und hat so eine lila. Das sieht irgendwie voll cool aus. Eine lila Friese, ich weiß es nicht, Alter. Ein richtiger Kevin, den wir jetzt hier haben. Nice. Komm zu mir rüber. Kommst du mir rüber mit ihm, wenn du ihn hast? Ja, ja, ich komm jetzt. Komm her, Kevin. Oh, Kevin ist echt ein schöner. Ah, ja, ja, Kevin. Der ist echt schön, ne? Ja, schöner. Und jetzt haben wir hier noch den. Da kann ich jetzt eben nochmal kurz safe-mäßig hier alles nochmal reinpacken gerade, was wir noch über haben. Aber das sollte auch locker klar gehen. Hm, hast du noch ein Fleisch über? Nee, ich hab gar kein Fleisch mehr, aber das du kannst passt. Hier was rausnehmen aus Kevin. Aus Kevin, ja, ja, okay. Ja, ein Fleisch vielleicht noch. Allein, damit er gleich noch was hat dann. Oder wenn viel drin ist, vielleicht auch zwei, ja. So. Okay, das sollte. Jetzt kommt der zweite. Komm, ich nehme jetzt Kevin und du nimmst dir den hier. Und dann haben wir beide einen, okay? Mhm. Der folgt immer mir und der folgt immer dir. Und die müssen wir beschützen mit unserem Leben, okay? Kevin ist schon Level 11. Du hast übrigens eine Frau. Ui! Und deine ist Level 15. Dann kann er nicht Ingo heißen. Ich wollte ihn nochmal Ingo oder Ingo 2 oder Ingolf nennen. Nee, das Scheiße, ist... wie heißt er denn dann? Weiß ich nicht. Musst du dir was überlegen. Ingoline. Ja, Ingoline ist auch gut. Ich nenne sie Ingoline. Ingoline. Oh mein Gott. Oh Gott. Oder Ingolinchen. Mein Kevin hat nur noch ein Stück Fleisch. Ich mach mir gerade nochmal Use. Ah, der braucht... Da... Das hält lang. Alles klar. Ingolinchen nice. Oder Ingoline? Ingoline, ich weiß es nicht, das musst du sagen. Ich war Ingoline. Hey, der ist ja Level 18. Ja. Krass. Aber er hat auch kein Fleisch mehr, warum ist es jagen mit mir zusammen? Ja, und das müssen wir unbedingt in der nächsten Folge machen, Leute. Wir haben es jetzt geschafft, wir haben jetzt zum einen Kevin und wir haben Ingoline, was auch immer das für Name ist. Und die haben Herzchen drüber, die mögen sich. Vielleicht vermehren die sich ja. Uiuiui, das wäre natürlich richtig. Ui, das wären auf jeden Fall... Oh, erstmal scheiße. Oh, ist aber keine so eine richtige Frau, ne? Das war aber jetzt unanständig hier. Sowas sehen wir aber nicht gerne. Frauen nie. Leute. Take this easy, nehmt das Leben zu ernst, schaut morgen um 18 Uhr beim Dena rein, vielleicht haben wir ja irgendwann eine richtig dicke Gang hier am Start und vielleicht kommt dann eines Tages auch irgendwann dann der Raptor zum Beispiel, wäre vielleicht noch was, aber da brauchen wir noch ein bisschen ordentlich, nicht Narco-Berries, sondern wir müssen da glaube ich mit diesem Narkotik-Zeug ein bisschen weitermachen. Schauen wir mal, dass wir nach und nach ein bisschen Narkotik-Zeug uns zusammen farmen. Ich weiß gar nicht genau, wie viel das kostet, das sehen wir dann aber vielleicht in der nächsten Folge morgen um 18 Uhr beim Dena in der Beschreibung verlinkt. Bis dann, take this easy, nehmt das Leben zu ernst, Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat, wir haben jetzt endlich zwei Saurier an unserer Seite und es geht langsam wirklich alles in die richtige Richtung, Leute. Bis dann, macht's gut und tschüss.